Willkommen auf meinem Kanal. Heute das Thema: Klammere dich nicht an unwichtigen Dingen. Nutze das Leben und nutze die wichtigen Dinge, die du dir als Ziel gesetzt hast. Du musst erstmal für dich, allein für dich, ganz persönlich, nicht für andere, nicht für deinen Bruder, nicht für deine Schwester, nicht für deine Frau, nicht für deinen Mann und nicht für deine Eltern, rechtfertigen. Du musst das nicht. Was wichtig ist, was du ganz wichtig machen musst, und da gibt es keinen Umweg, du musst für dich klar definieren, was ist für dich wichtig und was ist für dich unwichtig. Es gibt Menschen, die sind materiell eingestellt, für die ist das Auto wichtig, für die ist das Haus wichtig, für die ist Geld wichtig. Geld ist wichtig, klar, keine Frage. Mit Geld kann man sich Glück und Freude kaufen, mit Geld kann man seine Familie ernähren, mit Geld kann man sein Haus und seine Miete bezahlen. Mit Geld kann man sich gesund ernähren und auch gesund bleiben. Klar, ist wichtig, aber es gehört zu den materiellen Dingen. Es gibt auch Menschen, die nehmen nicht die nicht materiellen Dinge als wichtig. Was versteht man denn darunter? Ganz einfach: Familie, Freunde, das eigene Wohl. Zum Beispiel für mich ist gerade ganz wichtig, in die Natur zu gehen. Wenn ich hier draußen bin, fallen mir die besten Dinge ein. Da fühle ich mich kreativ, da fühle ich mich einfach gut. Andere sagen, wenn ich in meinen Porsche steige, wenn ich in meinen Mercedes steige und losfahre, fühle ich mich gut. Das ist für die wichtig. Also, im Klartext, lass dir bitte nicht von anderen reinreden, was wichtig für dein Leben ist und was unwichtig für dein Leben ist, denn du entscheidest für dich selbst. Nicht dein Bruder, nicht deine Schwester und nicht deine Mutter und nicht dein Vater und nicht deine Frau und dein Mann können dafür sorgen, dass du glücklich bist, wenn du nicht selbst glücklich bist mit deiner Entscheidung. Warum ist das so? Jeden Mensch trifft es genauso. Jeder Mensch sieht negative Aspekte im Leben als erstes, anstatt die positiven Sinne daraus zu ziehen. Und so ist es auch mit wichtigen und unwichtigen Dingen. Man setzt sich ein Ziel. Ich kann ein kleines Beispiel nennen. Man geht zum Beispiel, also man möchte einkaufen gehen. Man will einkaufen gehen. Schön. Man macht sich eine Einkaufsliste. Toll. In dem Moment, wo man losgehen möchte, fällt dann noch ein, man muss noch dies machen, man muss noch das machen, man muss noch dies machen, man muss noch das machen. Und das Hamsterrad dreht sich. Anstatt man sofort losgeht und erstmal die wichtige Sache macht, die man vorhat, zum Beispiel einkaufen zu gehen, legt man erstmal noch die Wäsche zusammen, die noch eigentlich warten kann. Macht man noch den Geschirrspüler fertig, der ja noch warten kann. Aber die Kaufhalle macht doch irgendwann zu. Die Wäsche macht nicht zu. Das meine ich, man muss unterscheiden, was ist für jemanden unwichtig und was ist für jemanden wichtig. Und manchen Menschen fällt das leicht, manchen Menschen fällt das schwer. Lasst euch bitte nicht von anderen Menschen einreden, was ihr zu denken, was ihr zu fühlen habt, was für euch wichtig ist und was für euch unwichtig ist. Hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr sagt, wisst ihr was, es ist jetzt gerade ein wunderschönes Wetter. Ich gehe jetzt einfach mal spazieren draußen an der frischen Luft, im Park, im Wald, auf der Wiese. Oder ich fahre eine Runde Fahrrad oder ich fahre mal eine Runde Auto. Dann macht es, dann ist es für euch wichtig. Und alles, was jetzt später gemacht werden kann, das schiebe nach hinten und mach später. Hauptsache, du bist glücklich. Wenn du ein Schüler bist und Hausaufgaben hast, dann möchte ich draußen noch mal ein bisschen spielen. Ja, Eltern sagen immer, mach erst die Hausaufgaben, erst die Arbeit, dann der Spaß. Dann mach Kompromisse vielleicht. Dass du vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde draußen spielst und danach machst du deine Hausaufgaben. Du kannst doch sagen, wisst ihr, Mama, Papa, wenn ich jetzt draußen spiele, frische Luft geschnappt habe, dann kann ich mich viel mehr konzentrieren, als wenn ich gleich von der Schule nach Hause komme und gleich wieder Schule mache. Ich kriege nur Kopfschmerzen dadurch.
Aber du musst doch dein Versprechen einhalten, sonst macht das Mama und Papa nicht auf Dauer mit. Weil wenn du etwas absprichst, musst du auch dein Versprechen halten. Wenn du sagst, du bist 10 Uhr da, dann hast du auch 10 Uhr da zu sein und nicht erst 10 Uhr 15 und 10 Uhr 20. Denn das sind Dinge, die dich unsympathisch machen, die dich unverlässlich machen. Und auch das ist wichtig, Pünktlichkeit. Wenn du sagst, dass Pünktlichkeit für dich wichtig ist, dann versuche dich selber dran zu halten und sei pünktlich. Wenn jemand anderes sagt, ach wisst ihr was, muss bei dir nicht pünktlich sein. Du musst dich auf den hören. Wenn du für dich entscheidest, du möchtest da pünktlich sein, dann sei pünktlich für dich, damit du dich wohlfühlst. Das, was andere sagen, darauf musst du nicht reagieren. Hauptsache, außer es ist sinnvoll und es erfüllt deinen Zweck. Aber wenn es deinen Zweck nicht erfüllt, dann leg es in die Ablage P. Das ist übrigens der Papierkorb. Oder schiebe es einmal mal nach hinten und hole es später wieder raus. So, das war mein Aspekt, so unwichtig und wichtig. Das Leben besteht aus vielen wichtigen und unwichtigen Situationen. Du musst persönlich dafür abwägen, was ist für dich wichtig und unwichtig. Höre nicht auf andere, höre auf dein Bauchgefühl, denn du lebst dein Leben und niemand anders lebt dein Leben. Du bist für dich alleine verantwortlich, niemand anders ist für dich verantwortlich. Das muss dir klar werden. Und damit verabschiede ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Mach einfach ein Abo, Like oder Kommentar, darauf würde ich mich freuen.